Okay. Ich glaube, wir sollten fliegen. Dann lassen wir das doch. Möglicherweise müssen wir sie an späterer Stelle bekämpfen. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber wie zur Hölle konnten die Salamandra denn hier einen Stützpunkt aufarbeiten? Danke, Geralt. Einen Stützpunkt aufarbeiten und gegen dieses Vieh bestehen. Dann sind wir mal ehrlich, wenn ich doch die Königin von einem Stamm wäre und da würde irgendjemand, wirklich irgendjemand würde da auftauchen. Jo. Voll die Kampfmusik, obwohl das Vieh einfach weg ist. Und ja, genau, irgendjemand würde hier versuchen, meinen kleinen Liebling weh zu tun. Dann wäre ich doch die Erste, die da drauf und dran ist, etwas dagegen zu tun. Ich meine, ist ja egal. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir lassen die Königin jetzt an der Stelle einfach mal in Ruhe, beziehungsweise haben wir vielleicht irgendwelche Einträge über sie, Ungeheuer? Kigimorn-Königin, aha. Eine Kigimorn-Königin bevorzugt stille, feuchte und dunkle Orte, wo sie ungestört Eier legen kann. Sie schart ihren Nachkommen um sich und gründet eine Kolonie, dem ein Ameisenstaat nicht unähnlich ist. Resistenz gegen alle Effekte, die durch einen dicken Panzer lässt sich nicht mal eine Kigimorn-Königin nur schwer verwunden. Egal ob Schwert oder Silber oder Stahl. Die Kigimorn-Königin bewegt sich sehr langsam, das ist ihre einzige Schwäche. Ein einziger Mann kann einen Menschen niederschlagen und ein einziger kann einen Menschen... Okay, wir probieren es doch nochmal. Ich weiß, ich habe jetzt gesagt, wir probieren es nicht mehr. Aber hier stand jetzt was davon, dass man die Kigimorn-Arbeiterin, die Königin, man soll sie praktisch gar nicht zum Zuschlagen kommen lassen. Man soll praktisch immer wieder um sie rumspringen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die töten sollen an der Stelle. Weil sind wir mal ehrlich, wir waren jetzt mehr oder minder ein One-Hit-Wonder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die... Okay, rennen wir einfach an ihr vorbei. Ich kann mir nämlich vielleicht... Vielleicht kommen wir später noch mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so ein starkes Wesen jetzt einfach mal so nebenbei töten sollen. Also ich weiß nicht. Was ist denn heute mit der Audio los? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin zu leise. Stützen. Ich könnte versuchen, sie umzuwerfen, um den Durchgang zu verstärken. Okay, gut. Hm. Wenn ich die ganze Höhle begrabe, wirst du das niemals überleben. Wenn ich ihn fliege, dann wird der ganze Stützpunkt der Salamandra auf meinem Kopf. Hoppa. Hoppa. Scheiße. Okay, das... Also es war anders. Was? Was? Oh, Entschuldigung. Da hat mich das Spiel einfach gerade rausgetappt. Und wollte mir irgendwas davon erzählen, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt befindet, ein Update zu machen. Aber nein, natürlich jetzt nicht. So. Okay, durchrennen. Und natürlich das. Ja, ist gut, Kigimorn. Frau. Stützen. Ich könnte versuchen, sie umzuwerfen, um den Durchgang zu versperren. Wenn ich die ganze Höhle begrabe, wirst du das niemals überleben. Wenn ich
landet der ganze Stützpunkt der Salamandra auf meinem Kopf. Okay, gut. Dann looten wir sie jetzt doch nochmal. Buch von Wolverine. Auszug aus den Kaer-Morhor, gestohlenen Geheimnissen, eine Formel für Tränke. Schönes Ding. Buch von Wolverine. Wolverine erhöht zugefügten Schaden, wenn die Vitalität auf 50% fällt. Weiter erhöht die Resistenz gegen Niederschlag und Lähmung. Ornithosaurusöl. Aha. Gut. Bericht des Professors. Henkergift. Okay, interessant. Kikimorn-Königin Nerv. Können wir für auch irgendwas? Kikimorn-Zorn. Ah. Was wollte er denn? Azar Yenna. Ihr habt nicht vorgesehen, dass der Knabe Alvin, dem wir so große Hoffnungen setzten, instabile Portale öffnen kann. Kurz nachdem wir ihn geschnappt hatten, verschwand das kleine Aas einfach. Er hatte solche Angst, dass er kaum aufrecht stehen konnte, dennoch ist er entwischt. Ich habe ein Vermögen ausgegeben, um die Teleportationsspur aufzuspüren, daher weiß ich, wo er ist, aber mir fehlen Leute und ich kann ihm meine Schwachköpfe nicht hinterher schicken. Ich habe beschlossen, einen Mann zu schicken, den wir prüfen müssen. Gewiss, ich hege Zweifel an seiner Loyalität, aber wir werden den Jungen so oder so finden. Sendet eure Leute unverzüglich in das Dorf Trübwasser. Wenn mein Sendbote nicht mit Alvin zurückkehrt, bis sie dort sind, sollten sie ihn töten und das Kind mit euch bringen. Im Labor, sputet euch. Zeit ist der entscheidende Faktor. Professor. Jo. Brerinka wurde losgeschickt, um Alvin zu suchen. Ich werde ihn wohl einige Fragen stellen müssen. Aha. Triss? Prinzessin Ada hat die Salamandra unterschrieben. Was? Bericht des Besuchers. Muss leider die Vorzüge meiner Allianz mit Prinzessin Ada in Zweifel stellen. Die Schlampe ist unglaublich verwöhnt und schwer zu überzeugen. Sie war nicht in der Lage, einen Notstand herbeizuführen und ihre plumpen Fälschungen führten den Hexer auf ihre Spur. Vorerst halten wir Wort und spielen mit Adas Spiel. Da Volltest jedoch bald zurück sein dürfte, sollten wir den Teil unseres Plans in Griff nehmen. Das Problem mit Geralt von Riva werde ich wohl selbst lösen, denke ich. Schnell und drastisch. Allerdings muss ich darauf bestehen, dass ihr nicht mehr als Hundosohn von ihm redet. Derlei Namen sind völlig unzutreffend, unangebracht und qualitativ primitiv. Die überbrachten Substanzen ermöglichen uns, wie erwartet, die Kikimorn und deren Mutter zu kontrollieren. Wenigstens funktioniert das Labor einwandfrei, sodass wir die Geheimnisse von Kaer-Morhen anwenden können. Also, was habe ich gemacht? Ach, es lädt einfach so, okay. Ada, die blöde Schlampe. Die schickt mir den Salamandra unter eine Decke. Boah, Alter. Boah, was für eine Tussi. Deich. Ah, wir waren also unter der Stadt. Interessant. Danke. Da ist sie ja, das kleine Schnuckelchen. Ich hätte wissen müssen, dass ihr herausfindet, wer die königlichen Siegel gefälscht hat. Es war ein Fehler, nur den Ungeheuertöter in euch zu sehen. Ach, sie gibt es auch noch Je zu. Je besser man mich kennt, desto beeindruckender werde ich. Ist es möglich, dass ihr doch nicht alles rausgefunden habt? Wohl kaum. Ich weiß, dass ihr die Abwesenheit eures Vaters für einen Staatsstreich nutzen wolltet und dass ihr mit den Salamandra verbündet seid. Meine Pläne bleiben bestehen und ihr haltet mich nicht auf. Ich verurteile euch zum Tode. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Euer Hoheit. Ada. Tut mir leid, Geralt. Das Gesetz schläft niemals. Als Verurteiltem steht mir ein letzter Wunsch zu. Ein letzter Kuss von euch. Eine skandalöse Bitte. Doch der letzte Wunsch ist heilig. Nun gut. Beiß ihr die Zunge ab. Wie ihr wünscht, Hexer. Er wurde teleportiert. Dafür wird jemand bezahlen. Schön. Schön reingelegt, die dumme Kuh. Seeufer. Aha, also ein neues Gebiet, das wir so bisher noch nicht gesehen haben. Kapitel 4, nicht 5. Gott, voll Idiot. Was zur Hölle?
Was passiert hier? Hä? Warum hat man da gerade eine Stadt gesehen? Ihr seid aus dem seltsamen Loch im Himmel gefallen. Kluges Mädchen. Mutter sagt, ich mische mich immer ein. Vielleicht. Was ist denn das im Hintergrund? Ich weiß alles. Fragt mich. Was ist das für ein Ort? Das ist das Ufer. Dahinter liegt Trübwasser und dahinter sind Felder. Mit einem Boot kommt man zur Insel. Du weißt aber viel. Ich weiß alles. Fragt mich. Gerne. Ja. Was ist hier in letzter Zeit passiert? Alina, die Tochter des Dorfpropstes, heiratet bald. Wegen Gold, sagt Mutter. Gut. Mutter sagt auch, dass sich Alinas Schwester, Celina, nach Julian verzehrt. Er ist Alinas Verlobter und lebt im Gasthaus. Was heißt eigentlich verzehren? Dass sie Julian wirklich mag. Oh, Julian sehnt sich nach Alina, Celina sehnt sich nach Julian. Und Alina mag Julians Gold, sehnt sich aber nach Adam. Erwachsene sind ja so dumm. Unbestreitbar. Was ist das für ein Hintergrund? Fragt mich. Ja, wie oft willst du mir das noch sagen? Ich habe eine Stadt gesehen. Die versunkene Stadt eines uralten Volkes, voller Schätze und Ungeheuer. Jetzt wohnen Fischleute dort. Ich fürchte sie. Aber der eine, der bei der Statue der Herren sitzt, scheint nett zu sein. Ich verliere den Überblick. Und manchmal bringe ich den kranken und armen Elfen Fische, wenn der König der Fischer sie fängt. Und auf der Insel kann man der Herrin begegnen. Die ist noch schöner als Alina. Sie verzehren sich auch. Ich kapier gar nichts. Die Herrin? Dumme Erwachsene, wie könnt ihr euch um uns kümmern, wenn ihr nichts versteht und euch ständig verzehrt? Weißt du, wer ich bin? Euer Haar ist weiß, wie bei jedem Opa. Ihr seid hässlich, aber ich mag euch. Oh Gott, wie süß. Glück. Ich weiß alles. Fragt mich. Gott, sind die süß. Ist das Ufer sicher? Ja, manchmal kriechen die bösen Fischleute aus dem Wasser und vertreiben den komischen Fischmann. Ich verstecke mich dann unter der Hütte des Fischers. Schlau. Natürlich. Pass auf dich auf. Also, wir haben jetzt ziemlich viel Information bekommen. Najade. Hier ist langweilig. Und da hinten ist ein Vodjanoi-Priester. Ach, das sind die Kollegen. Also, wir können mit ihm reden. Er scheint nett zu sein, hat das Mädchen gesagt. Dann machen wir das doch mal gleich. Hey, Brudi, Vodjanoi, was geht ab? Du siehst echt komisch aus. Herzol, Ulbaltanol. Oh, Graulol. Garulol. Und ich bin Geralt. Ich freue mich, euch zu treffen. Du verstehst ihn? Dolbol, Tol, Grol. Ich spreche eure Sprache nicht. Das wollte ich gerade schon sagen. Graulol, ich euer Sprach gut sprechen. Was? Offensichtlich. Reden wir. Ihr kniet vor Herrin, wir reden. Ihr nicht kniet, ihr müsst Dragonlaul bald hohl sein. Wir nicht reden. Also muss ich der Herrin des Sees die Ehre erweisen. Genau. Na gut. Der Herrin des Sees, die kenne ich auch. Von der habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen. Und sie scheint echt schwer in Ordnung zu sein, also das, was ich mitbekommen habe. Aha, also können wir jetzt mit dem Vodjanoi reden? Reden! Gol, wohl, Tal, hohl! Bin ich hohl. Habt ihr Arbeit für einen, der mit dem Schwert umgehen kann? Gol, wohl. Menschen große Feinde der Vodjanoi. Die großen Hexer anheuern, viel Vodjanoi töten. Großer Hexer bei Gruft. Wir Menschen lieben wollen, aber sie schwimmen in unser Wasser. Habe ich euch richtig verstanden? Noch ein Hexer? Raoul, lol! Ist so, er weglebt, Gule in Gruft. Ich muss mit ihm sprechen. Lebt wohl. Können wir nicht erstmal mit ihm weiterreden, bitte? Red. Was heißt Hexer in eurer Sprache? Witschmololbol. Witschmolol? Witschmololbol. Bol sein müssen. Ohne Bol heißt Idiot. Also gut. Ich bin Witschmololbol. Ja, so ihr seid. Witscholololol, Trollolol. Ist alles in Ordnung? Meine Traurigkeit groß. Kein Frieden in mein Haus. Es tut mir leid, das zu hören. Reden! Wohl, wohl! Tal, hohl! Also ich... Lebt wohl. Ich meine, die Typen sind ja echt durch, aber ich kann den gut leiden. Ich muss zur Gruft gehen und mit dem Hexer sprechen, der diese Aufgabe von mir übernommen hat.
Alter, die Herrin des Sees ist eine Gottheit der älteren Volkes, von solcher Weisheit und Macht, dass sie eine einzige Äußerung Hass und Gier besiegte. Sie sprach nur einen Satz. Ein Satz so gefüllt mit Wahrheit, dass sie keine Wahl hatten. Denn kein Mensch und kein Wodjanoi kann der reinen Wahrheit widerstehen. Und so reichten sich... Danke. Nein, geh weg. Leb. Und so reichten sich Menschen und Wodjanoi die Hände und überreichten sich gegenseitig Geschenke und besiegelten einen Waffenstillstand. In der Tat bewegten die Geschenke Wunder. Ein goldenes Armband aus dem Besitz des Dorfältesten, reichlich verziert. Ja. Reichlich verziert. Moment, wo bin ich? Durch die Hand eines wahren Meisters ging an die Wodjanoi. Ein alter Wodjanoi blickte in das Gesicht der Herrin des Sees und sagte: Euer Volk kann die Welt untergehen lassen, wie sie auch in Flammen setzen kann, so dass nur noch Asche verbleibt. Und als die Leute eine glänzende Alabasterstatue erschienen sahen, waren sie alle sprachlos. Und dem See in einem wundervollen Land wurde ein großes Fest gehalten. Und so geht die Geschichte. Interessant. Also scheinbar ist die, also sind wir jetzt in den Reichen der Herrin des Sees und ich mag gerade diese, also nicht nur, dass der Typ uns winkt, das ist echt nett, aber ich mag diese Dinge im Hintergrund hier, wie heißen die denn, diese Lichtblitze, ist das, weil wir gerade, nee, ich wollte schon sagen, also das hier scheint Glühwürmchen zu sein, aber das in meinem Gesicht, resolutes Mädchen, was bedeutet denn resolut? Najade, oh, noch eine von denen. Willkommen, Krieger. Ich bin Gwynblatt. Seid gegrüßt. Wäre mein Leid nicht, würde ich nur zu gern mit euch schwimmen. Hey. Was betrübt euch denn? Reden wir. Klar, gerne. Wer genau seid ihr? Eine Najade, eine Wassernymphe. Ich diene der Herrin des Sees. Ihr habt ein Leid erwähnt. Wahrhaft schrecklich. Ich habe meine prachtvolle Türkishalskette verloren, als ich im Mondschein schwimmen war. Ein Geschenk der Herrin des Sees. Wo seid ihr geschwommen? Für gewöhnlich bade ich im See, doch in jener Nacht wagte ich mich in den Fluss in der Nähe des Dorfes. Leider lauern dort die Ertrunkenen, die von Zephyr angeführt werden. Wer ist Zephyr? Einst war er einer der berühmtesten Diebe Vysimas. Er bewegte sich so lautlos wie der Wind, und hübsch war er obendrein. Und jetzt? Als er einst durch die Kloaken floh, erwies sich seine Beute als zu schwer. Er wurde einer der ertrunkenen Toten, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Stiehlt er immer noch? Gewiss. Zweifellos hat er meine Halskette gestohlen. Und die Ertrunkenen beschützen ihn. Tja, ich werde nach der Halskette suchen. Ich werde nach eurer Halskette suchen. Wunderbar. Ich habe kein Gold, um euch zu bezahlen, aber vielleicht finde ich etwas anderes, das euch von Nutzen ist. Dann sind wir uns einig. Eine Formel, ein Trank, gerne. Ich warte am Ende des Strandes auf euch in einer verzauberten Lagune. Wie finde ich Zephyr? Wenn ihr genügend Ertrunkene erschlagt, erscheint er selbst, um nach dem Rechten zu sehen. Vergesst nicht, Ertrunkene kommen nur in der Nacht heraus. Ich bin Hexer, ich weiß sowas. Wo finde ich die Ertrunkenen, die Zephyr beschützen? Sie versammeln sich nachts hier am Ufer. Wenn ihr ein Boot ausleiht, könnt ihr zur Insel gelangen, wo ihr noch mehr von ihnen findet. Manche treiben sich in der Nähe des Dorfes rum. Ach, die machen wir platt, einen nach dem anderen. Alte Gewohnheiten sind schwer zu ändern. Kreis Ignata, schön. Kreis der geschwundenen Magie. Ah. Gut, Ignata nehmen wir natürlich mit und setzen uns mal kurz ans Lagerfeuer, denn wir haben neue Talente erworben. Finde ich ja ganz geil, dass wir jetzt woanders sind. Vor allem an so einem schönen Ort. Intelligenz, so. Hier können wir nämlich Bomben bauen. Schön. Endlich können wir Bomben bauen. Ich wollte doch so gerne Bomben bauen. So, Schwips. Oh, Schmerz. Gut, wenn wir jetzt natürlich Gruppensilber, machen wir das mal hier. Wenn wir natürlich jetzt wissen, dass wir
Gegner anzünden müssen, dann können wir natürlich Gegner anzünden. So, was haben wir denn alchemistisch gesehen? Brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde erstmal weiße Möwe wahrscheinlich wiederherstellen. Einfach aus dem Hintergrund, da weiße Möwe halt uns den Vorteil verleiht, so viele schöne Dinge machen zu können. Zum Beispiel Weide. Was bringt denn Weide? Gibt vollkommen Immunität gegen Lähmung und Niederschlag. Oh, interessant. Wolverin? Erhöht zugefügten Schaden, wenn die Vitalität unter die Hälfte sinkt. Warum nicht? Wir haben noch irgendwo noch aus so ein... Wo? Wo haben wir das? Na verdammt. Okay, gut, das müssen wir später lesen. Wir haben noch irgendwo so ein Ding bekommen, dass wir... Ja. Wartet mal. Bevor wir jetzt unsere Tränke für Mist rausballern, muss ich mal schauen, denn wir können ja noch eines von diesen... Wo ist es? Kiki Mohnson. So. Müssen wir ja jetzt nicht machen. Können wir ja später machen. Jetzt müssen wir erstmal uns hier einen Weg finden. Wo sind wir denn? Okay. Statue der Herren des Sees. Seeufer, Badeplatz der Najade. Hütte des Fischers. Gruff. Würde ich sagen, gehen wir zur Hütte des Fischers erstmal und checken da alles ab. Und danach gehen... Nein, komm. Dann gehen wir erstmal zur Gruft hinter. Auch da ist wieder so ein kleines Äffchen. Ich mag die. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind, aber ich finde die toll. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir erstmal zur Gruft. Denn da scheint ja irgendwie ein Hexer zu sein, von dem wir nichts wissen. Und natürlich gehen wir nicht zur Gruft, denn der Weg ist uns versperrt. Geil.